Boah. Was hast du getan? Ja, ich habe überbrückt. Mehr kann ich nicht tragen. Grabungsschlüssel spezial. Ich weiß nicht, ob wir das... Ich werde mal kurz gucken, ob wir nicht noch irgendwas aus dem Inventar rausschmeißen. Weil ich weiß nämlich auch gar nicht, ob wir diese Schlüssel, ob wir die brauchen oder was wir damit machen sollen. Also, halten entfernen. Ich werde das mal wegschmeißen. Und dann nehme ich nämlich... Nein, nicht das Schnellreisepaket. Oh Mann, ey. Echt. Legst es ab, nimmst es mit. So. Mann. Wo ist denn das Ding jetzt? Hä, wieso habe ich denn Rohstoffe? Ha? Kultistenschärge. Ja, gut, Grabungsschüssel. Hä? Warum kann ich das denn jetzt nicht mitnehmen? Spezialobjekte. Ach, weil ich 5 Stück davon habe. Ein primitiver Schlüssel für ein einfaches Schloss. Ja, ja. Quest aktivieren. Das ist auf jeden Fall eine Quest. Ein primitiver Schlüssel, Brutstätte Xi. Okay. Aber ich kann nicht mehr Schlüssel mitnehmen, warum auch immer. Na gut, dann gucke ich hier mal ein bisschen rum. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. So. Da sind noch ein paar. Ach, da liegt ja auch noch so viel. Das wird zu schwer. Alter, hör das doch mal auf. Guck mal, da ist so eine unsichtbare Wand. Ne, was heißt eine unsichtbare Wand? Das ist so eine Sperrwand. Sind wir da nicht durchgekommen? Das nehme ich für unterwegs mit. Tu das. Hier ist auch noch was. So, ach, da ist auch noch was. Ich glaube, wir müssen hier noch irgendwas tun, aber ich bin mir gerade nicht so wirklich sicher. Warte, Energiezelle? Was für eine Energiezelle? Das ist aber jetzt nicht die Energiezelle, oder? Absolut kein Platz dafür. Nicht die Energiezellen, die wir sowieso schon suchen, oder? Ich glaube nicht. Wie kommen wir denn da hin? Ich musste da hoch. Da lang. Achso, da muss ich wahrscheinlich hoch. Okay. Moment. Warte mal hier rüber. Ja, natürlich. Oh, das ist auch wieder so. Elegant daneben gesprungen, so wie sich das gehört. Oh Mann, ey. So, ab. Oh, vorsichtig. Ach, das ist, glaube ich, eine normale Energiezelle. Das ist nicht die Energiezelle, wie ich sie suche. Hätte ja sein können, dass so ein Ding hier auch irgendwo rumliegt, aber... So. Da eine Brücke? Nee. Auch nicht wirklich. Muss ich hier hoch? Das kann natürlich sein. Warte. Weil wir sind ja von unten gekommen. Und dann gehe ich dann hier mal hoch. Ich hoffe, dass das so richtig ist. Da können wir gleich lang. Ich sehe jetzt hier auch nichts. Keine Ahnung. Und irgendwie wurde mir auch noch nicht angezeigt, dass alles gut ist. Jetzt kommen wir hier wahrscheinlich direkt wieder raus. Deswegen ganz nicht wieder zurücklaufen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Bürscher! Okay. Nährungsbomben, ich werde die mal herstellen. Pürscher! Lass mich raten, das sind Pürscher. Ich muss aber runterspringen, ne? Ach, da oben, guck. Tada! Einer schon mal weg. Stufe 40 erreicht, ey! Mal kurz erstmal schauen. Maximale Gesundheit. Plus 10. Siehst du, dann ist da ja dann doch noch was in Gang. Da gibt es ja anscheinend doch noch irgendwie einen. Gibt es ja dann doch noch einen Kampf. Einen größeren Kampf. Oder machen wir hier auf? Das kann auch sein. Was passiert, wenn ich hier aufmache? Überbrücken. Ach. Okay. Ich gehe mal doch wieder links rum, damit wir nicht durch die Minen laufen. Schön dick Lava. So, einmal. Zweimal. Oh, was ist das denn? What the fuck? Kommen wir hier runter? Dürfen wir hier runter? Ich glaube mal eher nicht, oder? Weil ich meine, hier ist ja auch nichts zum Rumkraxeln. Oh, da will ich was rüber. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Dieses große Vieh kotzt sich da irgendwie aus. Weil hier kommt man ja sonst auch nicht mehr hoch. Also das wäre auf jeden Fall das Ende. Na gut. Hier haben wir auch nichts. Ach, da sind noch mehrere Pürscher. Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Ganz dahin also. Ach toll, das ist ja ganz toll. Okay. Ah, das ist immer eine Abwechslung. Finde ich nicht verkehrt. Laufen also irgendwo noch Pürscher rum. Ich, wie man dich überbringt. Ich glaube, ich sollte noch eine Brutstätte aufsuchen. Wer macht ihr mal?
Schneller Schlag, komm her. Nein. Oh, ich kann dich ja mal ranpfeifen. Kann ich nicht, schade. Na, komm mal her. Dann kann ich dich wenigstens einen stillen Schlag geben. Na komm. Ja, hier bin ich. Ist schon richtig. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Du schaffst es. Komm. Na komm. Ich bin hier. Na komm. Alter, ich mach dich gleich platt. Ich mach dich gleich platt. Oh, was anders. Wenn du es nicht anders willst. Bitteschön. So. Dann locken wir dich halt anders an. Hallo. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Komm her. Willst du noch ein Stück? Ja, brav. Ich weiß, du kannst das. So. Alles schön mitnehmen hier. Noch 100 Meter, aber ich glaube nicht, dass das der einzige Pirscher gewesen ist. Das können doch durchaus lange 117 Meter werden. Kann ich den eigentlich auch so auslösen? Kann ich. Ah, da hinten ist einer. Oh, zwei sogar. Ups. Ernährungsbomben. Das war nicht gut. Müssen wir, glaube ich, hoch. Oder auch nicht. Was? Was für ein Schatten? Oh, hier, warte mal. Oh, mal andere Seiten aufziehen hier. Seid die Viecher denn da? Machen wir es halt so. So, mal gucken, kommen noch mehr. Dann ist auf jeden Fall noch einer. Keine Munition mehr. Ups. Gut, dann ist auch noch einer. Na gut. Spielen wir nicht mehr mit denen rum. Wir sollen hier auf den Turm klettern. Ich will nur hoffen, dass... Na, ich hänge fest. Ich will nur hoffen, dass wir dann auch gleich rauskommen. So langsam wird das hier doch ein bisschen kriminell. Kurz mal nachrüsten. Okay. Davon haben wir noch ein paar. Das dürfte eigentlich reichen.
Irgendwie ist es ganz schön dunkel hier unten. Also, ich weiß wahrscheinlich, habt ihr in den letzten Folgen nicht so viel gesehen, aber glaubt mir, ich habe auch nicht viel mehr gesehen. Ups, halt, warte mal, ich muss hier erstmal drücken. Was ich gar nicht kann, schade. Ich bin fast da. Ja, komm, die Säcke. Ruhig. Du willst nicht? Na komm, weißt du, dann machen wir das anders. Hier drüben ist jemand! Hier drüben ist jemand. Ui, da ist auch noch einer. Der hängt wohl irgendwie gerade fest. Schade eigentlich für ihn. So, ich glaube. Hast du mich fast erwischt? Fast erwischt? Na gut, dann sammeln wir erstmal ein und dann gehen wir nach oben und holen uns mal die restlichen. Der Gang. Achso, die können wir ja nicht. So. So. Weiter geht's. Ich kann durchatmen. Ja, noch nicht ganz. Also ein Gegner müsste da irgendwo noch rumkrebeln. Wäre so langsam mal Zeit. Das war doch recht anstrengend, muss ich sagen. Bis jetzt. Ne? Wer weiß, was da noch kommt. Ich meine, dieses komische Herz haben wir ja schon überbrückt. Also von daher. So, warte mal, ich muss mal an dieser Stelle mal ganz kurz raus. Ich muss mal schauen, dass ich das dann doch einen Ticken heller kriege, weil mich stört das. Ein Ticken nur heller. So. Oh, ich hoffe, das geht jetzt. So. Kämpfen oder weglaufen. Also sind wir doch mehr oder weniger den gleichen wieder zurückgelatscht. Das ist ja auch witzig. Ich weiß nicht, ob die Pilze hier vorher schon waren. Ich bin mir da gerade überhaupt nicht sicher. Kommen wir eigentlich auch noch irgendwo hin? Oh, nicht gewollt zumindest.
Verlasse die Brutstätte. So viel zu ihrer Bergungsmission. Sie haben sich da auf etwas eingelassen, das sie nicht kontrollieren konnten. Ach du Ich weiß gar nicht, auf was ich hier als nächstes schießen soll. Oh, wollte ich gar nicht. Ui. Tada. Naja, fast tada. So. Irgendwie geil, muss ich sagen. Also es, diese Brutstätte hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Stirb ab! Muss ich sagen, bis jetzt hat die Brutstätte mit noch am meisten Bock gemacht. Vor allem sehr abwechslungsreich. Auch von der Optik her. Hat mir sehr gut weiter gefallen. Weiter vorrücken! Plonk. So. Das Feuer. So. Auch du hast es hinter dir. Wo ist denn der Brüllrücken? Der ist auch weg, oder was? Explodiert. Da war ja mal wirklich alles dabei. Die Schergen waren dabei. Der ein oder andere. Kein Platz. Der ein oder andere Vogel war dabei. Da war noch ein Plünderer mit dabei. Also das war ja wirklich. Das war ja nett. Muss ich sagen, das hat Spaß gemacht. So viel Abwechslung ist echt sehr, sehr geil. Das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. So, ist hier noch irgendwas, was wir... Brüllrücken, Rohstoffe. Ach, guck mal, da ist er ja. Ah, den haben wir auch gar nicht erledigt. Das müssen die anderen gewesen sein. Aber ist egal, sein Zeug gehört jetzt mir. Was ist das? Schockelement. Ach, das muss noch von den Viechern sein. Zünder. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben die Xi erstmal geschafft. Wer hat jetzt noch was? Nichts verkommen lassen. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, das wäre manchmal nicht verkehrt. So einen kleinen Ziehwagen so. Das wäre echt tatsächlich nicht verkehrt gewesen. So, da haben wir nochmal. Ach, guck mal, da werden wir erstmal speichern. Bevor wir irgendwas anderes machen, speichern wir erstmal. Ah, so, ich bin echt glücklich, dass wir das geschafft haben. Ich muss auch noch mal gucken, welche Viecher wir jetzt überbrücken können. Obwohl, das können wir noch mal so ganz kurz gucken. Da bin ich ja einfach mal zu neugierig. Inventar. So, Xi haben wir offiziell freigeschaltet. Ich muss mal gucken. Xi, Notizbuch. Ich weiß nicht, ob das hier mit drin steht. Maschinendatenpunkte. Verwüster. Warum ist denn das hier angezogen? Na, ist egal. Gut, also eine Maschine haben wir sogar noch nicht gefunden. Hier, da tatsächlich. Da ist, das könnte aber dieser, wie heißt das, dieser Rotmaul, Rutschlund kann er sein. Ah, das ist noch ein anderes Zeichen. Hier, guck, noch ein anderes Fragezeichen. Also, auf jeden Fall haben wir zwei Maschinen noch gar nicht gesehen. Das könnte noch interessant werden. So, das haben wir geschafft. Ich habe das immer noch nicht gesehen. Wo konnte man das denn nochmal sehen? Ich vergesse das ständig. Ja, da steht auf jeden Fall, dass wir Xi machen können, aber nicht
wie wir oder welche Tiere dazu gehören, welche Maschinen dazu gehören. Das ist wahrscheinlich wieder mal ganz einfach. Ich habe es wahrscheinlich schon wieder mal vergessen. Und finde es hier dann auch schon wieder nicht auf dem Menü hier. Na gut, okay, dann speichern wir mal ab. Hauptsache erstmal abspeichern, das ist mal das Wichtigste. Und ja, dann mache ich jetzt mal ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns dann bald wieder bei Horizon Zero Dawn. Macht's gut. Tschüss.